Ich denke mal, über den Sinn eines Schutzbriefes braucht man sich im Zusammenhang mit einer Kfz-Versicherung, also braucht man nicht viele Worte drüber zu machen. Die meisten werden einen haben. Und wer noch keinen hat, der nehme sich jetzt einfach mal 20 Sekunden Zeit und überfliege mal die Leistungen, die jetzt kommen werden. Das Einzige, was uns bei diesem Thema in der Praxis immer wieder begegnet, ist natürlich die Tatsache, dass viele einen ADAC-Schutzbrief haben, also eine ADAC-Mitgliedschaft Cash bezahlen und dementsprechend über den ADAC auch einen Schutzbrief versichert haben. Hier sind wir eigentlich ganz entspannt an der Stelle, weil das ist ja wirklich nun das kleine Einmaleins, die nackte Mathematik. Denn niemand muss eine Mitgliedschaft unterhalten, die auch im Jahr, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Preise sind, 70, 80 Euro oder irgendwas, die man auch drauf bezahlt, um dann, wie gesagt, einen Schutzbrief zu haben, der unter Umständen im Rahmen der eigenen Kfz-Versicherung nur 7, 8 oder 15 Euro kostet, je nachdem. Da sollten Sie sich einfach mal informieren. Und da die Menschen ja heutzutage an vielen Ecken und Enden sparen wollen, hier kann ich einfach mal nur sagen, jeder Cent, der mehr in Ihrem Portemonnaie ist, den können Sie für Ihre privaten Zwecke nutzen. Einfach mal rechnen. Viel Spaß! Also, wer weitergehende Informationen sucht, der Pfad ist relativ einfach. Ihr seht hier unten die Webadresse www.suche-vorteile.de. Loggt euch ein, klickt auf Service und dann findet ihr immer rechts oben die Suchfunktion, tippt den passenden Begriff ein und los geht's.